Ja, sehr, Freunde. Zeit für ein neues Video. Und zwar schauen wir uns heute ein Spielchen vom guten Marcel an, der mir das Replay zugesandt hat. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie er gerankt ist. Ich habe ihn gerade auf die Schnelle nicht gefunden, in der Ladder. Ich weiß aber, dass der gute Nos Markov, der heute sein Gegner ist, ziemlich gut gerankt ist. Ich hatte auch schon öfter das Vergnügen, gegen ihn zu spielen. Er ist ein Top 50 Spieler aktuell mit allen Fraktionen. Von daher, ja, eine nicht ganz einfache Aufgabe für den guten Marcel. Schauen wir mal, wie er sich geschlagen hat. Zudem kommt noch dazu, die Startposition hier, die ist ziemlich kacke für Wehrmacht auf der Map. Warum? Weil es voll Kacke ist, hier diesen Cut-off zu halten. Hier gibt es wirklich sehr viele verschiedene Flanking-Routen. Gerade jetzt hier ein Sowjet oder auch ein US-Spieler. Ja, hier mit Rifles oder hier mit Conscripts. Da kann man hier durchflanken. Dann wird man von hier geflankt. Dann man von hier geflankt und von vorne kommt auch noch was und dann ist dieses gammelige Haus hier und ja, das ist halt einfach nicht so geil da und von daher nochmal kleine Extra-Challenge. Ich nehme mir immer vor, die Map zu vetoen, wenn ich Wehrmacht spiele, aber dann vergesse ich es immer und dann spiele ich doch ständig drauf. Kommen wir aber zum Spiel, wie gesagt, Conscripts bei Nos Markov und ich habe schon wieder, sorry dafür, den Sound zu laut irgendwie. Ja. Ja, drei Conscripts erstmal von Nos Markov. Marcel mit einem Standard-Start MG, zwei Grenzen. Zusätzlich direkt Elite-Truppen gepickt. Das ist schon eine ganz coole Doc, aber ich bin halt absolut kein Fan von dem Ding hier. Das kommt voll spät, ist voll teuer und zerstört einem das Manpower-Income und so. Das finde ich irgendwie ziemlich behindert. Weil, wenn das kommt, bei 17 CP, also entweder hat man das Spiel dann da eh schon gewonnen. Und dann ist einem halt das egal, dass es einem das Manpower-Income zerschießt und dann ja, benutzt man das Ding halt, um den Sack zu machen. Das ist halt ganz nett. Aber wenn das Spiel spitz auf Knopf steht und dir dann das Ding bringt, dann verliert ihr halt. wegen dem Manpower-Income und so. Also ihr müsst halt, wenn das Ding kommt, das Spiel entscheiden. Wenn ihr das nicht schafft, habt ihr es halt verkackt. Und ja, das mag ich halt nicht. Ja, läuft gar nicht mal so gut, um mal wieder zum Spiel zurückzukommen. Für Marcel ist es genau das, was ich gesagt habe. Er tut sich halt schwer, hier diesen Punkt zu halten. Der Gren muss weg. Er hat immer noch sein Fuel nicht, er hat keine Muni. Also, ne, das ist genau das, was ich eingangs angesprochen habe. Es ist halt einfach schwierig da. Und, naja. Deswegen konzentriert er sich jetzt darauf, auf der Map erstmal das Areal hier unter Kontrolle zu kriegen, um dann hier cappen zu können und die Muni und so. Das ist auch richtig, das so zu machen. Es ist halt immer nur das Ding, wenn das zu lange dauert, bis man das schafft, dann hat man das Spiel halt schon verkackt und dann kommt ein Early T70 und bla 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 und so. Ja. Aber jetzt genug geheult. Er hat jetzt auf jeden Fall mal die Mitte sich geholt und capped jetzt auch seinen Cut-off. Das heißt, sieht jetzt ganz gut aus. Nach einem roughen Start. Er braucht jetzt dringend Heal, da kommt es auch. Ja, und jetzt kommt es halt drauf an, hier das auch mal einigermaßen dauerhaft halten zu können. Was macht denn der gute Nos Markov? Jetzt kommen Mollys. Ja, und jetzt geht der Spaß halt los, ne? Jetzt kommen vier Conscripts mit Mollys da reingecharged wahrscheinlich. Und das muss man dann erstmal aufhalten. Mal sehen, wie er das hinkriegt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass seine
dass seine Grants so low sind, dass es nicht mehr feierlich ist. Und da er halt absolut kein Income hatte, was Muni angeht, hat er auch noch nicht mal die Muni für Heal. Also rougher Start auf jeden Fall. Jetzt kommt ein vierter Grenadier. Ja, ihr seht's. Das Gefecht ist hier eigentlich schon vorbei, ne? Wir können nach Hause gehen. Ja, und jetzt kommt hier der Molly-Freund und da erstmal einen Molly reinböllern, wobei es gar nicht nötig ist, weil wenn er hier steht, kann er eh nicht beschossen werden. Das heißt, er könnte einfach hier stehen bleiben und das MG da rausschießen. Ist jetzt ein Fehler, dass er auf den Grand schießt, finde ich. Sein Ziel muss ja sein, das MG zu vertreiben. Tut er aber nicht. Der Granny erhält sich überraschend gut. Steht hier schon gefühlte Ewigkeit. Jetzt kommt doch der Molly aufs MG. Froh sein, wenn. Oh, ah, das MG verlieren jetzt, oder? Ja, und er hat nichts, um es wieder aufzuheben, weil der nur drei Mann hat. Ach du Scheiße, Mann. Holt er sich's trotzdem? Ja. Wenn er das jetzt nochmal verliert, dann ist richtig bitter, aber das könnte klappen. Run, my friend, run. Ja, das klappt. Hat er jetzt endlich mal das Heal? Gib Heal aus. Das Coole ist, er hat hier den Cut-Off gemacht und auf der rechten Seite so ein bisschen rumgecappt, während der ganzen Action in der Mitte. Es ist ja das Coole an dem Spielmodus, also am 1 gegen 1, wenn euer Gegner irgendwo hinbloppt, dann könnt ihr halt einfach woanders auf die Karte hingehen und ihm die Map wegcappen. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, indirekte Blob-Control, ne? Also, wenn eure Gegner hart reinblobben, dann cappt ihr ihm halt den Rest der Map weg, weil wenn der mit einem Blob hier steht, kann er ja nicht gleichzeitig da drüben sein. Und deswegen bin ich auch so, unter anderem natürlich, so ein Fan vom 1 gegen 1, weil Hardcore reinblobben hier halt nicht so gut funktioniert, wie in Team Games. In Team Games, und ich habe schon öfter gesagt, aber jetzt führe ich es kurz zu Ende. In Team Games, angenommen, das wäre jetzt ein 2 gegen 2 oder ein 4 gegen 4, da wäre hier ein Spieler und hier ein Spieler. Und der blobt hier nach vorne und ihr könnt ja nicht weg, weil auf der anderen Seite sind andere Spieler. Also ihr könnt dann nicht einfach woanders lang cappen oder so. Sondern wenn der Blob kommt, müsst ihr ihn aufhalten, weil ihr einfach schlicht und ergreifend nicht weg könnt. Ja, ihr könnt da auch versuchen, die Seite zu wechseln und eurem Mate zu helfen und so, klar. Aber im Großen und Ganzen ist die Map halt enger in Team Games. Er hat eng gesagt. Sorry dafür. Ja, genau. Aber ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus will. Und das hat jetzt aber Marcel ganz gut ausgenutzt, hat sich die rechte Seite geholt, die er jetzt zwar wieder verloren hat, aber kurzfristig zumindest hat er für Entlastung gesorgt. Wenn jetzt hier das Heal und das T2 kommt, ich schätze mal, da wird ein 2-2-2 rauskommen, denke ich mal. Ist jetzt zwar auch nicht so geil gegen Multiple Conscripts, weil die nämlich auch schon Anti-Tank-Grenades haben. Aber es war trotzdem ganz nice, weil so eine Scheiße mit so einem lowen Squad hier auf den Flanken kann er dann nicht mehr machen, weil der Squad dann tot ist. Ja, und man muss halt ein bisschen kiten, so, dass man sich die Nade nicht fängt. Ja. Generell auch hier in der Mitte mit den ganzen Häusern ist das Tutu halt nicht so geil, aber auf den Flanken kann man das dann schon einsetzen. So. Ja, da ist es auch. Flamer jetzt auch am Start. Nicht bei bester Gesundheit, aber passt schon. Jetzt den Flamer bitte hier hinstellen, dann kann er nicht beschossen werden. Ah, Nos Markov ist kein Noob, der weiß das. Bringt auch seinerseits den Flamer. Tutu kommt ran. Das ist jetzt ganz nice gegen den Flamer. Vorsicht! Vorsicht! Und nicht, dass wir da reinchargen, Mann. Das sind der.
Ein Spieler wie Nos Markov weiß doch, dass der Anti-Tank-Grenades hat. Und du hättest der gleiche Effekt wäre jetzt eingetreten, wenn du einfach hier stehen geblieben wärst, ne? Aber egal, der Pio wird ja gleich wieder fit sein, dann kann er repairen. Jetzt haben wir auch noch hier einen Maxim. Mörser, Fragezeichen. Mörser generell auf der Map ziemlich nice. In der Mitte so, gegen... halt schon ganz cool. Den kann man hier hinstellen zum Beispiel oder sogar noch ein bisschen defensiver. Mal schauen, ob er einen bringt. Nee, er bringt hier die Kollegen. Kann man natürlich auch machen. Flamer kommt ran. Coole Sache. Ganz cool, den Flamer jetzt hier irgendwo rumzuführen, damit er nicht gepinnt wird. Rifle Nate, habe ich irgendwo gehört. Nee. Ah doch. Ich habe irgendwie Zeit verzögert. Keine Ahnung warum. Hier in grüner Deckung geht's auch. Ah, das sieht jetzt gut aus. Schön aus der Mitte gepusht, den russischen Kollegen. Seinen Fuel und die Muni hat er auch. Das ist halt schon der größte Luxus, den man so hat als Wehrmacht. Ne? Also wenn man das hat, was Marcel jetzt hier hat, dann ist erstmal alles gut. Kann sogar noch hier cutten. Das läuft soweit. Die Frage ist nur, wann kommt der T-70? Bald. Und jetzt kommt ja das nächste Ding, was halt auf der Map voll scheiße ist. Man kann hier ziemlich gut den T-70 einsetzen. Also auf den Flanken, klar. Macht gleichzeitig das 2-2-2 useless für die Flanken. Und zusätzlich als Wehrmacht müsst ihr ja jetzt Pax bauen. Und das ist halt voll scheiße, hier mit Pax zu operieren, weil so viele Häuser, Shotblocker und so weiter da sind. Also, dass ihr da den T-70 gekillt bekommt, ist sehr unwahrscheinlich. Also mit Pax, wohlgemerkt. Übrigens hat er irgendwo ein Conscript verloren. Ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, wo. Das heißt, die nächste Herausforderung wird jetzt sein, wie kommt er mit dem T-70 klar? Markov könnte ihn schon bauen. Ich weiß nicht, worauf der wartet, der Kollege. Was ist denn mit dir? Oder ist er einfach gerade nur beschäftigt? War bisher nicht so mega, die Scheiße mit dem 2-2-2. Aber bei dem einen Push hier in der Mitte hat sie ihm eben gut geholfen. Das ist viel zu riskant, dieser Push auf das 2-2-2. Wenn er Pech hat, sterben ihm beide Einheiten. Das ist mega riskant. Hier in der Mitte das Flamer-Duell. Das war jetzt halt lucky. Der Flamer hat gecrittet und hat den Flamer von Nos Markov gekillt. Das hätte genauso gut halt auch andersrum laufen können. Also richtig lucky, aber... Naja, die Eier gehabt und zu gucken, wer es gewinnt. Und ja, ging gut aus. Schöne Sache. Jetzt ist der T-70 im Bau. Wie gesagt, der hätte schon ein Minütchen früher kommen können. Beziehungsweise könnte jetzt schon da sein. Hat ihm Nos Markov den Gefallen getan, nicht zu früh zu bringen, nicht so früh zu bringen, wie es möglich gewesen wäre. Und gibt Marcel hier die Zeit, eine Pack zu bauen. Könnte auch machen, tut's aber nicht. Weiß nicht so recht. Warum? Er muss doch damit rechnen, dass ein T-70 kommt. Könnte auch sein, dass er sich denkt, okay, Minute 12, der bringt ihn nicht mehr. Aber wie gesagt, er wird halt jetzt kommen und dann wird's erstmal übel. Immerhin hat er Panzergrenz am Start, schöne Rifle Nate. Den er dann unter Umständen Schrecks geben kann. Muni fehlt halt noch, wegen der Rifle-Nate auch gerade. Ja, und hier ist der T-70 und jetzt wird's halt übel. Oh, aber nächster Full-Unit-Kill für Marcel, schöne Sache. Also so ein bisschen Brain-AFK teilweise von Nos Markov, das ist ungewöhnlich für einen Top-50-Spieler. Und ja, gutes Zeichen für Marcel. Normalerweise kassieren solche Spieler solche Full-Unit-Kills nicht. Das ist nämlich jetzt schon der dritte, oder?
zwei Conscripts verloren. Ne, der vierte schon. Zwei Conscripts und zwei Flamer verloren. Das ist wirklich ungewöhnlich und ja, hält Marcel auch so ein bisschen im Spiel, weil stellt euch vor, der hat noch ein Conscript mehr, hat seine Flamer nicht verloren und dann kommt der T70. Dann wird das richtig bitter jetzt für Marcel, aber glücklicherweise hat halt Nos Markov Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt. Natürlich auch nett gemacht von Marcel, aber wie gesagt, normalerweise, also so ein Full-Unit-Kill hier ist wirklich ungewöhnlich für einen Top 100 oder Top 50 Spieler. Einfach so auf freiem Feld, Brain AFK, nicht hingeguckt, das passiert selten. Aber gut für Marcel, auf jeden Fall. Ich denke, Marcel wird versuchen, direkt into P4 zu spielen. Er hat auch gerade für irgendwas Fuel ausgegeben. Ja, da ist der Tag. Und das ist wirklich sehr riskant gegen einen guten Spieler. Also einen ungecounterten T70 rumfahren zu lassen, ist wirklich richtig riskant. Das kann klappen. Aber, ja, wie gesagt, ist halt riskant. Ne? Also... bekommt die Faust, auch die ist mega riskant. Oh, bam, ja. Bruder, das 2-2-2. Do it, 2-2-2, do it. Nee, hier kommt die Nate ran. Das hätte sogar klappen können, wenn er sich jetzt nicht die Anti-Panzer-Grenade gefressen hätte. So sieht es eher danach aus, als würde er das 2-2-2 verlieren, aber schön Smoke aktiviert. Gerade nochmal gerettet. Ja, schade. Wie gesagt, das hätte wirklich klappen können. Mit dem 2-2-2, weil der T70 schon low war und Heckpanzerung und so. Ja, auf der anderen Seite kann er jetzt froh sein, dass er das Ding hier nicht verloren hat. Und worüber er übrigens noch froh sein kann, ist, dass Nos Markov nicht einfach doppelt T70 spielt und ihm damit böse den Arsch aufreißt. Das ist sehr, sehr riskant, auch für den Russen, der das macht, denn er weiß ja nicht so hundertprozentig, wann der P4 kommt. Nur, also bei Top-Spielern sieht man das relativ häufig, dass wenn so ein Scheiß hier passiert und sie merken, dass der Gegner nicht genug Antitank hat, dann holen sie einfach doppelt T70 und böllern dich halt übelst weg. Glücklicherweise tut das nicht, auch unter anderem deswegen, weil er eben seine ganzen Einheiten, die er verloren hatte, jetzt erstmal nachbauen musste. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass wenn das nicht passiert wäre, dass er dann doppelt T70 gegangen wäre. Aber hätte Fahrradkette, es ist nicht so und dementsprechend sieht es gut aus für Marcel. Hier der nächste Kill möglich. Wirklich ziemlich Brain AFK, was Nos Markov hier so treibt mit seinen Conscripts. Das ist jetzt schon der dritte Conscript, der draufgegangen ist. LOL! Und er hat schon wieder seinen Flamer verloren. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Der Typ verliert halt, die fallen ja wie die Fliegen, die Einheiten von Nos Markov. Was ist denn mit dem verkehrt? Ist der besoffen oder was? Das ist jetzt schon, er hat jetzt drei Conscripts und drei Flamer verloren. Also, LOL. Und ihr seht aber trotzdem, wie schwer sich Marcel immer noch tut mit der Map Control, obwohl er eigentlich den Gegner hart weggeballert hat im Midgame jetzt. Aber das ist eben auch ja, die Map halt. Es ist wirklich schwierig, hier einen Fuß in die Tür zu bekommen als Wehrmacht. Und schaut euch mal die Map Control an von Nos Markov, obwohl der voll auf den Sack bekommen hat. Stellt euch mal vor, der hätte nichts verloren, was normal wäre für einen Top 50 Spieler. Ne, dann hier herzlichen Glückwunsch, aber weiß wirklich nicht, was mit dem Typen abgeht. Na, jetzt kommt aber dann bald der P4, 7 Fuel noch, 6 Fuel und dann sieht es ziemlich gut aus für Marcel. Alter Schwede. Vor allem, Nos Markov hat halt auch noch Armored Assault gepickt. Das heißt, er weiß die ganze Zeit, was Marcel macht und baut.
Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er nicht doppelt T70 gegangen ist. Er hat absolut kein Anti-Tank, der Marcel. Also, ja, Marcel macht das wirklich ganz gut, aber das ist ein richtig schlechtes Spiel von aus Markov. Ich habe ja vorhin gesagt, doppelt T70 und so, das ist alles ziemlich risky, wenn man befürchten muss, dass dann Early P4 kommt. Aber er weiß es ja, was der baut. Durch Radio Intercept wird euch gesagt, wann er taggt und wann er baut und so. Also, sowohl taktisch als auch vom Micromanagement her ein richtig schlechtes Spiel von Markov. Da kann Marcel wirklich drei Kreuze machen, ne? Jetzt kommt aber der P4 und das wird jetzt, denke ich, ganz gut laufen. Denn Markov hat seinerseits halt kein Anti-Tank. Jetzt ist leider das Tutu draufgegangen. Braucht es jetzt aber auch nicht mehr wirklich, wenn der P4 da ist. Ja. Wie es halt bei einem Conscript-Bild normal ist, Markov blutet halt ziemlich hart, aber deswegen muss man halt nicht 6 Einheiten wasten. Ne? Also bleeden und verlieren, lol 7. Alter Schwede. Also 7 Squads verloren. Und dafür ist er halt wirklich noch echt gut im Spiel. Schaut euch die Map-Controller an. Also wenn ich 7 Squads gewastet habe und dann so eine Map-Controller habe, dann bin ich zufrieden auf jeden Fall. Unglaublich, ich könnte ihn sogar Base rushen. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ehrlich gesagt. Weil Puck ist da und Panzerabwehr-Nades. Denkt er sich jetzt, glaube ich, auch. Das ist übrigens nicht so toll. Also entweder mache ich jetzt, habe ich die Eier und ziehe es durch und mache den Base Rush. Das ist halt dann riskant und so. Aber kann man tun. Oder aber mir ist es zu riskant, aber dann fahre ich aber auch nicht hier rum. Weil hier können halt überall Minen liegen. Sind jetzt keine da und so, aber das könnte sein. Und dann habe ich den Base Rush nicht gemacht, keine Einheit gekillt, trotzdem den Motorschaden und das Risiko, dass ich den P4 verliere, wenn hier irgendwo eine Pack noch steht. Also, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Entweder rush ich oder ich halt die Füße stelle, aber ich werde jetzt hier halt noch so ein paar Minenspots ab, das ist nicht so toll. Gerade hier. Das sind wirklich typische Minenspots hier. Aber hätte Fahrradkette, er hat keine Minen gelegt, von daher alles gut. Und jetzt mit dem P4 sieht es halt richtig gut aus. Pack es aber in Position. Und er fängt sich den Motorschaden. Lol. Was ist denn jetzt passiert? Der hat doch den Scheiß geworfen. War das jetzt gerade irgendwie buggy? Und das wiederum ist jetzt unglücklich für Markov, weil von rechts wegen hätte der jetzt Motorschaden kriegen müssen und dann sieht's halt dumm aus mit der Pack und so. Er hätte durchaus den P4 jetzt verlieren können. Fall für Galileo Mystery. Mal einmal einen Abdallah anschreiben, ob dem was dazu einfällt. Mir jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Jetzt kommt die Pack von Marcel. Nie verkehrt. Zu dem Zeitpunkt. Markov bricht auch die Mini hier nicht ab, also er macht wirklich ein sehr komisches Spiel, der Typ. Also so wie der spielt, das ist für einen Top 300 Spieler oder Top 400 Spieler vielleicht sogar normal. Weil Marcel ja auch ein gutes Spiel macht und so.
Aber für einen Top 50 Spieler ist das schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, was der hier abzieht. P4 ist da. Oh, das ist risky. Auch typische Minenspots hier. Marcel sollte auf jeden Fall noch einen Pyro bauen mit Minensucher. Dann hat er mehr Repair und halt einen Minensucher. Ich fände ehrlich gesagt sogar unter Umständen noch ein zweites MG ganz geil. Eins für die Mitte und eins für hier oder so. Oh, Pack ist in Position, das kann es gewesen sein für den T-70. Keine Ahnung. Also versteht mich nicht falsch, Marcel macht wirklich ein ordentliches Spiel, aber was Markov spielt, hat auch echt richtig scheiße. Kann man nicht anders sagen. Boom. Er könnte jetzt wirklich noch ein MG, noch ein Pyro und so bauen, weil er braucht jetzt nicht noch einen Tank, vor allen Dingen nicht, nachdem die Pack jetzt hier weg ist. Wäre ganz geil, wenn er sie noch zerstören würde. Das heißt, er kann jetzt noch mehr Infanteriekampfkraft bringen oder vielleicht sogar einen Mörser oder so ein Scheiß. Und dann einfach Into Tiger Ace spielen, wenn er die Doc eh schon hat. Die hätte lieber die Pack zerstören sollen. Bodenangriff. Das ist auch so ein Ding. Ja, jetzt kommt er, aber es war zu spät. Das, also, ein Top 50 Spieler killt normalerweise in der Situation den P4, weil er instant Bodenangriff macht. Könnte ja auch sein, dass die Pack einfach nicht schneller geschossen hat. Möglich. Aber der P4 hätte von rechts wegen schon zweimal tot sein können. Fast müssen. Zumindest einmal. Na, jetzt nicht optimal. Er wusste ja, dass das im G hier ist. Er hätte hier Smoke hinwerfen können. Wir haben ja die nette Smoke-Ability, die Kollegen. Alle seine Brands verloren. Irgendwie auch gar nicht so wirklich gesehen. Leider. Der gute Marcel. Wahrscheinlich ist der T-70. Irgendwie. Also ich weiß nicht so recht, auf was Marcel hier wartet. Klar, sparen aufs Tiger Ace, aber er könnte schon noch ein, zwei Infanterieeinheiten bringen. Das mit dem Haus ist eine scheiß Idee. Der hat Mollys. P4 ist aber da, um die Situation zu retten. Und er hat es auch rechtzeitig gesehen. Schön gemacht. Also ich finde, Marcel holt aus dem Spielverlauf nicht das Optimum raus. Denn er hätte einfach dann, nachdem der T-70 tot war, nachdem die Pack raus war, noch mehr Druck machen können, noch mehr Infanterie bauen und so. Um dann wirklich Nosmarkov hart von der Map zu pushen. Das hat er jetzt nicht gemacht und deswegen hat Nosmarkov halt immer noch gute Map-Control, obwohl das Spiel maximal scheiße gelaufen ist für ihn. Und jetzt ist halt der IS-2 da und ist halt jetzt nicht so toll. Er hat eine Pack, das passt soweit. Das heißt, er wird ihn damit jetzt nicht töten, aber... Es wäre halt geiler gewesen, noch mehr Map Control zu generieren in der Zeit zwischen dem toten T-70 bis jetzt. Und das hat er halt leider nicht geschafft. Ihr seht's, Triple Cap für Nosmarkov. Das ist eigentlich ein absolutes No-Go, nachdem der 8 Einheiten verloren hat. Von daher gut gemacht bisher von Marcel, aber auf jeden Fall
wäre da noch mehr drin gewesen. Finde ich. Jetzt haben wir aber Pack plus P4. Mit P4 bounce halt natürlich frontal, ist klar, aber die Pack halt nicht. Von daher mit der Combo hier und jetzt noch dem Schrecktypi wird er den IS-2 schon in Schach halten können. Das Gute ist, das generiert jetzt natürlich CPs, diese Gefechte hier, sodass er schneller zum Tiger Ace kommt. Ich meine, am Ende vom Tag ist es halt so, natürlich ist es sinnvoll, ein bisschen Manpower zu flatten und anzusparen, bevor man das Ding holt, weil wie gesagt, das killt einem halt das Manpower-Income, wie man jetzt hier sieht. Aber wie gesagt, ein, zwei Einheiten hätte er schon noch bauen können, dann hätte er auch weniger Manpower-Bleed gehabt, so generell, weil er halt einfach bessere Gefechte hat, bessere Map-Control und so. Aber egal, das Tiger Ace ist jetzt da. Und mal schauen, ob er damit den IS-2 killen kann. Das Gute ist halt auch, das Markov hat nur einen Pyro, das heißt, das dauert eine Weile, bis der repaired ist. Oh ja, doch. Könnte eigentlich direkt killen. Rush it, man, rush it. Gebounced. Pack ist raus, aber das sollte eigentlich trotzdem reichen. Könnte vielleicht noch hier Blitzkrieg, um in seine Heckpanzerung zu kommen. Das könnte auch frontal klappen, ehrlich gesagt. Da ist der Bounce. Kein, ja, hier kommt der Blitzkrieg. Kein Motorschaden von dem, von der Panzerabwehrgranate. Oh, die Pack hat er sich geklaut. Ja, aber von rechts wegen, der IS-2 muss sterben. Das ist jetzt Pech auch, der Bounce halt ständig. Und schießt vorbei. Ein bisschen unglücklich. Aber am Ende vom Tag wird er sterben, ja. Ist er tot. Damaged Engine, das ist jetzt aber halt auch Bums. Muss er nur gucken, dass die Packs nicht zu nah rankommen, um ihn zu killen. Oh! Der P4 ist abandoned, lol. Wenn er jetzt aus Markov nicht ein P4 schenkt, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Hier kommen schon die Jungs wieder ran. Jetzt hier hinter den Häusern vor den Packs verstecken. Dann sollte das eigentlich laufen. Direkt noch das MG gekillt. War doch weiter, Mann. 4 ist tot. Ich wollte jetzt noch ein Pyro bringen. Das Blöde ist jetzt halt, dass Nos Markov 3 Packs hat. Auf der anderen Seite, die braucht er auch gegen den Tiger Ace. Aber natürlich ein bisschen unglücklich, dass das jetzt hier alles so lange gedauert hat. Der IS-2 hätte durchaus schon ein bisschen früher sterben können. Ich denke, hier kommt jetzt genau die Barrage. Geh weg. Geh doch weg. Ne, jetzt zieht's eisenhart durch. Setzt drauf, dass er... Ja, hat auch geklappt. Eine AT-Gun ist schon mal raus. Hier kommt auch der angesprochene zweite Pyro. Ja, und dann sollte das Ding jetzt eigentlich durch sein. Jetzt kommt ein T-70, Lulz. T-70 wird ihm jetzt auch nicht mehr helfen. Tiger Ace ist gleich wieder ready. Und dann wird er, denke ich, den Deckel drauf machen. Ernsthaft, du wirst jetzt chargen gegen den Tiger Ace? Schon wieder am Boden geschossen. Ja, schon wieder Damaged Engine.
Geh da weg, du brauchst die POs und die Manpower, nicht Manpower wasten hier. Verliert er schon wieder einen Squad? Boom. Boah. Böser Hit vom T-70. Ja. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das Zeiger erst gleich wieder Motorschaden bekommen hat, sonst hätte er direkt diesen Deckel drauf machen können. Ah, geh da weg, geh da weg. Nein, 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 nein. Das könnte eng werden. Bam. Tiger Ace saves the day. Spätestens der Typ hätte es aber auch klar gemacht. Ja, ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Also, Los Markov baut jetzt hier noch einen T-70, aber er kann es jetzt knicken, halt. Das heißt, wir können eigentlich schon mal das Fazit ziehen. Schön gespielt von Marcel, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Startposition als Wehrmacht auf der Map wirklich richtig, richtig kacke ist, auf Deutsch gesagt. Zusätzlich muss man aber auch sagen, dass Nos Markov wirklich absolut kein gutes Spiel gemacht hat. Und dementsprechend Marcel auch die Gelegenheit gegeben hat, das Ding hier klar zu machen. Das ist für den Top 50 Spieler wirklich richtig enttäuschend gewesen, was der hier gemacht hat. Im Normalfall verliert so ein Spieler dieser Kategorie nicht so viele Einheiten und dann wird es für Marcel natürlich nochmal um einiges schwieriger. Ja, hier ist jetzt auch das GG. Aber dennoch natürlich ordentliches Spiel von Marcel. Ich finde, er hätte, nachdem er die Pack und den T-70 und so gekillt hat, in der Zeit, bis das Tiger S kam, hätte er noch ein, zwei Infanterieeinheiten bauen können, um sich ein bisschen bessere Map-Control zu holen, bis das Tiger Ace kommt. Ja, man sollte sich ein bisschen Manpower aufsparen, aber er hatte so viel Manpower, da wäre die ein oder andere Einheit noch drin gewesen. Und vor allen Dingen hätte er auch ja indirekt noch ein bisschen Manpower gespart, weil wenn ihr bessere Map-Control habt und zum Beispiel ein MG42 kostet ja im Großen und Ganzen keine Manpower, weil ihr da selten Models verliert, wenn ihr es richtig positioniert. Also so ein zweites MGchen oder so wäre noch ganz nice gewesen. Ansonsten, es ist super risky, kein Anti-Tank zu bauen in der Zeit zwischen dem T-70 und dem P-4. Das ist normalerweise der Punkt, wo ich der Meinung bin, wenn Markov normal gespielt hätte, also ohne gefühlt 70 Einheiten zu throwen, hätte Marcel in dem Punkt das Spiel verloren. Weil er dann gegen den T-70 so stark gebleedet hätte, das hätte er nicht kompensieren können. Markov hat ihm, wie gesagt, den Gefallen getan, zig Einheiten zu wasten, deswegen hat das dann funktioniert. Im Normalfall könnt ihr sowas gegen den Top 50 Spieler aber nicht machen. Also wenn ihr 3 bis 5 Minuten ohne Anti-Tank gegen den T-70 spielt, ist das normalerweise der Punkt, wo ihr verliert. Wie gesagt, Markov hat das nicht hingekriegt, da Kapital rauszuschlagen groß. Im Gegenteil, er hat noch mehr Einheiten verloren und deswegen hat das dann geklappt, aber im Normalfall klappt das nicht. Das kann nur dann klappen, wenn ihr zum Beispiel T1-Spam direkt into P4 spielt, ohne T2. Also ich sag mal, 2 MG ist 4 Grands, whatever. Also wirklich richtig viele T1-Einheiten, sodass ihr euch Hard Map Control holen könnt und dann direkt into P4 spielt. Dann funktioniert das.
Wenn ihr aber normal spielt, T1, T2 und dann auch noch keine gute Map-Control habt, so wie das mal bei Marcel ja der Fall war, dann klappt das im Normalfall nicht. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, schönes Spielchen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen unterhalten. Mich auf jeden Fall. Von daher, wie immer, danke fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal und tschö.